Sarah Berry, eine Professorin in Ernährungswissenschaften, sprach auf dem YouTube-Kanal Zoe, der übrigens von weiteren Professoren betrieben wird, davon, dass Honig gleich vom Körper behandelt wird wie Zucker. Da habe ich mich doch einfach mal gefragt, ist das wirklich so? Und mal auf die Suche gemacht für euch. Ebenfalls habe ich ein noch potenteres Süßungsmittel für euch als Honig. Das es wirklich in sich hat, seid gespannt, aber eins nach dem anderen. Habe mich demnach auf die Suche gemacht nach interessanten Studien und das war auch wirklich nicht so einfach, vor allem welche zu finden. Aber ich habe wieder was Tolles für euch vorbereitet in dem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt für meine Arbeit, könnt ihr es sehr gerne tun mit einer positiven Bewertung und am Ende des Videos mal in die Videobeschreibung reinschaut, denn dort findet ihr etwas ganz, ganz richtig Gutes für eure Gesundheit. Versprochen. Wir hören mal kurz rein, was sie zu sagen hat. Is honey therefore going to be better for my health? So, honey contains fructose, it contains glucose, just like table sugar does. So it's metabolized in just the same way. So it causes just the same metabolic effects in our body. Objektiv betrachtet könnte sie recht haben. Denn schaut man sich mal die Nährwerte von Honig an, dann besteht dieser tatsächlich zu 82% aus reinem Zucker und hat keine Ballaststoffe. Ja, das gleicht sehr stark einem isolierten Zucker quasi. Doch Honig ist nicht ganz so einfach einzuordnen. Dazu gleich mehr. Vorerst ein paar Informationen zum Honig selbst. Bienenproduktion. Honig wird von Honigbienen produziert, indem sie Nektar aus Blüten sammeln, ihn mit speziellen Enzymen mischen und in Waben in ihrem Bienenstock speichern. Daher beinhaltet Honig auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, gerade Honig von Nadelhölzern. Reifungsprozess. Der Nektar wird im Bienenstock getrocknet, bis er die richtige Konsistenz hat und dann von den Bienen versiegelt. Dieser Reifungsprozess macht Honig haltbar und resistent gegen Mikroorganismen. Ernte. Imker können Honig ernten, indem sie die gefüllten und versiegelten Waben aus dem Bienenstock entfernen und den Honig extrahieren. Konservierung. Dank seines niedrigen Wassergehalts und hohen Zuckeranteils in Honig ist es ein natürliches Konservierungsmittel und kann sehr lange gelagert werden. Farbe und Geschmack, ganz wichtig, diese variieren je nach den Blüten, aus denen der Honig quasi gesammelt worden ist. Ich finde es ganz besonders schmackhaft, ich konsumiere eigentlich sehr, sehr wenig Honig, aber wenn, dann würde ich mal welchen probieren von Nadelhölzern, den finde ich sehr, sehr spannend. Denn diese haben ja ganz besondere Gesundheitsvorteile. Ja? Vor allem, apropos Gesundheitsvorteile, antimikrobielle Wirkung. Ja? Honig hat natürliche antimikrobielle Eigenschaften und kann zur Unterstützung der Wundheilung verwendet werden. In einer Meta-Analyse aus 9 Studien konnte gezeigt werden, dass Honig und Propolis dem Arznei bei Herpes in keinster Weise nachstehen. Ja? Sogar im Gegenteil, bei Honig zeigte sich eine bessere Heilung als beim Arznei, seht ihr hier. Antioxidantien, er enthält viele Antioxidantien, die freie Radikale bekämpfen können. Hustenmittel, Honig kann bei Erkältungssymptomen wie Husten auch Linderung schaffen. Doch jetzt schauen wir uns mal die Studienlage an. Was passiert mit dem Blutzucker, wenn wir Honig oder Zucker essen? Ach ja, bevor ich es vergesse, das sollte euch wirklich interessieren. Denn der Blutzucker erhöht dein kardiovaskuläres Erkrankungsrisiko um den Faktor 7,7 Mal und damit viel mehr als Übergewicht oder Rauchen und so weiter. Das ist übrigens die Todesursache Nummer 1 weltweit und auch in Deutschland. Mehr als die Ursache 2 und 3 zusammen, ja. Hier wurde verglichen zwischen Zucker, in dem Fall einfache Dextrose, also pure Glucose, und dem Haushaltszucker Saccharose, ein Zweifachzucker, und Honig. Hier wurden jetzt stündlich der Blutzucker dementsprechend gemessen, nach der Gabe von Honig oder reiner Glucose hier. Wir sehen, dass der Blutzucker gerade nach einer Stunde deutlich höher ist in der Gruppe, die Dextrose zu sich nahm, als die, die Honig zu sich nahm. Ja, was ebenfalls sehr interessant ist, nach 3 Stunden sinkt der Blutzucker kritisch tief in der Dextrose-Gruppe, wohingegen der beim Honig, der Blutzucker, ja, konstant bleibt. Diese Schwankungen führen massiv zu Heißhungerattacken, da der Körper Panik bekommt, da er nur die Differenz sieht, wie schnell der Zucker im Blut wieder gefallen ist und daraufhin Stresshormone aussenden wird, damit wieder neuer Zucker aus der Leber ins Blut gepumpt wird. Denn die Leber reguliert ja deinen Blutzucker, genau genommen die Blutglucose. Das liegt natürlich daran, dass, wie man darunter sieht, das Insulin, das Hormon, welches den Zucker in die Zellen befördert, fast 4-mal so hoch ist in der Dextrose-Gruppe wie in der Honiggruppe. Das Gleiche hat man dann, um es nochmal zu verifizieren, nochmal mit Diabetikern gemacht. Vorher waren es gesunde Probanden übrigens. Und man sieht genau den gleichen Trend, der Honig erhöhte signifikant weniger den Blutzucker als die Glucose. Soweit so gut, nur ist Dextrose, wie schon gesagt, nicht unser Haushaltszucker, sondern einfach pure Glucose. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn man wirklich den Haushaltszucker nimmt? Wir sehen, nach 30 Minuten steigt der Blutzucker stark an, in beiden Gruppen.
Dann aber nach einer Stunde sehen wir, dass die Honiggruppe knapp 30% weniger angestiegen ist im Vergleich zur Haushaltszuckergruppe. Das setzt sich dann noch klarer fort nach 2 Stunden und noch stärker nach 3 Stunden. Der Blutzucker ist einfach niedriger in der Honiggruppe. Was ebenfalls sehr interessant ist in der Studie, dass sie hier noch die Gabe von Honig über 16 Tage fortgeführt haben. Und siehe da, der Cholesterinwert und das LDL-Cholesterin haben sich signifikant senken lassen dadurch. Was aber viel erschreckender ist, und zwar hat sich der Entzündungsmarker CRP-Wert, ja auch genannt, um 57% verringern lassen in der Honiggruppe. Soweit so gut. Und das noch weiter zu verifizieren, habe ich eine weitere Studie gesucht, ob dies zu gleichen Ergebnissen führt. Und zum Glück habe ich auch diese gefunden, und zwar hier mit Übergewichtigen. Das war mir auch ganz lieb, denn dann hatten wir gesunde, nicht übergewichtige und Diabetiker und jetzt halt dementsprechend Übergewichtige. Das erlaubt uns noch eine bessere Aussage darüber zu machen, wie Honig wirklich wirkt. In dieser Studie gab es so gesehen 4 Gruppen. Die eine Gruppe hat Glucose bekommen und die andere Gruppe hat Honig bekommen. OGTT war die orale Glucose-Toleranz-Testgruppe und OHTT, na dementsprechend die mit Honig, Bing H. Und dann wurde nochmal unterschieden innerhalb der beiden Gruppen in eine Honiggruppe und eine Kontrollgruppe. Die Honiggruppe aß jeden Tag 15 Gramm Honig und die Kontrollgruppe, naja, halt eben nicht. Und das über 6 Monate, um zu schauen, ob der langfristige Konsum von Honig den Zuckerstoffwechsel langfristig beeinflusst. Wir sehen hier, vor den 6 Monaten und nach den 6 Monaten Honigkonsum unterschieden sich die Gruppen nicht. Der Blutzucker war immer höher in der Glukosegruppe, obwohl die gleiche Menge Zucker zu sich genommen worden ist, auf die Grammzahl runtergerechnet, im Vergleich zur Honiggruppe. Das gleiche gilt natürlich auch für das Insulin. Womit hängt das zusammen? Dass Honig noch andere Zucker beinhaltet, zum Beispiel Palatinose, auch Isomaltose genannt. Ja? Dieser Zucker ist für unseren Körper nur sehr, sehr langsam verdaulich und daher verlangsamt er die Zuckeraufnahme im Vergleich zum Haushaltszucker oder zu Glucose in dementsprechend. Ja? Was ebenfalls sehr interessant ist, zeigte eine Meta-Analyse, dass Honig auch keinen negativen Einfluss zeigte, bezogen auf die Blutfettwerte wie Cholesterin und Co. Ja? Zucker aber sehr wohl. Sogar das Gegenteil. In einer Meta-Analyse aus dem Jahre, also genau genommen aus diesem Jahre, ja, über 1000 Probanden, kam zu dem Schluss, dass die Blutzuckerwerte und Blutfettwerte sich verbessern durch den Konsum von Honig, wenn es im gesunden Maße gegessen wird. Ja? Das kann Zucker aber nicht behaupten. Machen wir mal ein Fazit und dann stelle ich euch mal noch eine bessere Alternative quasi vor zu Honig in meinen Augen und diese schmeckt auch wirklich ähnlich süß. Honig erhöhte den Blutzucker ebenfalls stark, aber messbar weniger als Haushaltszucker oder Glucose. Und das bei verschiedenen Menschengruppen, da Honig andere Zuckerarten beinhaltet, die länger brauchen, damit sie gespalten werden. Und Honig hat sekundäre Pflanzenstoffe, die auch immer einen Einfluss haben auf den Blutzucker. Was ich euch jetzt aber zeigen möchte, ist noch etwas viel, viel Besseres als Süßungsmittel, ja, als der Honig. Daher lohnt es sich auf jeden Fall immer dran zu bleiben bis zum Ende, denn da kommt meistens immer der beste Mehrwert bei mir. In dieser randomisierten, doppelblinden Studie im Crossover-Design, das heißt, die Gruppen wurden nochmals getauscht, nachdem sie das Süßungsmittel bekamen, um zu schauen, ob sie auch gleich reagieren, wenn sie das Placebo bekommen oder wenn sie tatsächlich das Süßungsmittel bekommen hat, ja. So, und einfach 40 Milliliter Yakon zum Frühstück, ja, aßen die einen und die anderen nicht und man sieht hier deutlich weniger Blutzuckeranstieg bei den Menschen, die 40 Milliliter Yakon zum Frühstück aßen, im Vergleich zu denen, die das nicht taten, ja. Doch das ist nicht alles. In einer randomisierten doppelblinden Studie, also mehr geht nicht, konnte gezeigt werden, dass sich das Gewicht sogar signifikant senkte durch den regelmäßigen Verzehr von Yakon. Und zu guter Letzt konnte noch gezeigt werden, dass durch den Verzehr von den Ballaststoffen aus dem Yakon, ja, in dieser Studie hier, es dazu geführt hat, dass die guten Bakterien sich vermehren, ja, die maßgeblich für unser Wohlbefinden sorgen. Also was will man mehr, ja, von einem Süßungsmittel? Es reguliert den Blutzucker, hilft beim Abnehmen und lässt die Darmbakterien, genau genommen die guten Darmbakterien, florieren. Und das alles in einem ganz normalen Sirup, ähnlich wie Honig von der Konsistenz, kann man wirklich überall hineintun. Packe ich euch sehr gerne in die Videobeschreibung. Es lohnt sich da mal reinzuschauen nach unten. Für mich ein deutlich besseres Süßungsmittel als Honig. Und wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich auf purazell.de. Ich sag ciao.